auf Pandora, Freunde. Hallöche, willkommen zurück bei einer weiteren Folge Borderlands 2 mit dem werten Herrn Metal Crimson. Hi. Ja, und mit mir. Und dem Super Saiyajin Gott Shadow. Psycho eben. Dann heißt er jetzt nicht mehr Shadow, heißt er jetzt Psycho. Alles klar. Super Psycho Gott. Ultra Instinct, Super Saiyan, Rosé. Nee. So. Ach Gott, ich guck grad wieder in OBS und das ruckelt bei mir richtig schlimm. Ich glaube, da muss ich dadurch eventuell lieber erstmal was dran richten. Ich hoffe, ihr lebt damit diese Folge noch kurz. Ansonsten könnt ihr ja auch einfach aus Shadows sich gucken. Ja, falls bei mir nicht auch irgendwie so Ruckel und Mist und alles ist, weil ich hab das Ganze nicht im Blick. Aber hey! Eben. Was? Wir machen einfach. Genau. Wir sagen einfach dasselbe wie in den letzten Borderlands. Das guckt sich doch keiner an! So. So, dann wollen wir mal. Heute steht doch auf dem Plan mit dem Claptrap. Och, müssen wir wirklich? Nee, wir können auch mal Maus spielen. Oder PUBG. Nee. Zu Mainstream. Nee, dann geht lieber Claptrap retten, komm. Hey, Jungs. Es geht ab. Mensch, wie lange keucht denn der? Ja, fast. Da war es. Da hat er es gesagt. Ich hab's nicht gehört. Und was macht die hier? Das ist natürlich eine Talk. Free Money. Ja. Wobei, die ist besser als meine, die ich bis eben hatte. Die Ladegeschwindigkeit ist ein bisschen schlechter, aber was soll's. Was habe ich denn? Oh, da war inzwischen wieder so Zeug aufgesammelt. Zeug? Ich habe Zeug aufgesammelt. Mensch. Du. Wie kannst du nur? Es tut mir leid. Aber es passiert hin und wieder. Naja. Ah, ich glaube hier. Ah, verdammt. Oh, Boom und Boom sind respawned. Was? Ich habe die Session noch gar nicht neu geladen. Nee, aber die sind respawned. Ich hab dir ja gesagt, dass es so kommt. Komm her. Au. Es ist mir scheißegal, ob du kommst. Bald für dich. Was? Was hat er gerade gesagt? Ich dropkicke deine LP? Keine Ahnung. Au. Mein Fleisch ist unsterblich. You tell him. Der Pisser. Okay, der ist wirklich schön explodiert. Nice. Bin auf dem Weg. Putz. Mensch, dass ich hier sogar eine Dodge-Roll machen. Wow, Arschloch. Wo bist du? Wo liegst du? Ach, hier bist du. Keine Sorge, ich flick dein Fleisch wieder zusammen. Du bist so klein, hab dich nicht gesehen.
Kannst du jetzt mal aufhören, Junge? Hier ist ein Medikit für dich. Du hältst jetzt die Fresse, mein Freund. Throwing Grenade, oh Gott. Da merkt man richtig, dass es eine Bandit ist, wenn man sich die Namen manchmal durchliest. So, weiß denn irgendwo so einer? Nee, gut. Oh. Furchtbar, ne? Schlimm sowas. Weißt du, da will man einfach gemütlichen Spaziergang durch die Schneelandschaft machen. Vielleicht habe ich versucht, vor dem Hochfrost auf Captain Flints Schiff eine Meuterei anzuzetteln. Was erklärt, warum seine Männer mich im Moment verprügeln? Stimmt's, Leute? Schnauze! Okay. Das hatten wir zwar schon letztens, aber das... Sepp hat also einen neuen Freund, hm? Ich muss sagen, der kleine Schrotthaufen fehlt mir. Die Geräusche, die er gemacht hat, wenn wir ihn angezündet haben. Mir kommen die Tränen. Ja, hab aber nicht alleine Spaß, ne? Nee. Wir wollen Klappschlapp plötzlich auch noch ein bisschen was antun. Wer weiß, vielleicht werde ich ja der nächste Slap King. Wenn ich ihn besonders auf Nahkampf kriege. Lass mir den. Sag mal. Ui. Einfach kein Vergleich. Toll, erstmal nachladen. Toll, danke. So. Und jetzt kratze ich mir dein Gesicht von den Fingernägeln. Leben wollt, ist es 2:30 Uhr. Warum? Oh Gott! Warum? Es ist 2:35 Uhr. Du kannst mich nicht stoppen, hier zu helfen. Ich muss mal. Och nö, nicht schon wieder. Der macht uns doch den Klappschirm kaputt. Für dich immer noch, Captain Flynn. Das ist unser Job. Na toll, der Shop, der hier sein soll, der ist über uns. Dann klettern wir mal den Eisberg nach oben. Was kann schon schief gehen? Sag doch sowas nicht. Wobei, hier ist eine Medstation. Jetzt ein Drink. Wenn du noch lebst, sehe ich zu, dass es so bleibt. Wozu braucht man eine Approbation, wenn man Stil hat? Stil? Nee, die hast du den ersten Teil schon dahin gerafft. Ich empfinde eine tiefe, dunkle Wärme. Sag mal, wie sieht denn dein Schild zurzeit aus? Mein Schild. Moment. Das ist ein 164er Kapazität. Ladegeschwindigkeit 13, Verzögerung 5,60. Warte, weil ich hatte hier einen. 100, ich hatte hier einen 175, Ladegeschwindigkeit 22 und Ladeverzögerung 4,9. Ich bin verpflichtet, dir zu sagen, dass ich kein richtiger Arzt bin. Was welcher nochmal? Nee, ich hab den gerade verkauft, ich könnte ihn zurückkaufen und dir geben. Ach so. 175, 22 und 4,9. Wenn du leben willst, kauf bei mir. Ja, hier ist noch einer mit 183. Seit Ende. Ja, meinetwegen nimm den. Im Moment kannst du sowieso mehr Kapazität als alles andere brauchen. Ja. Wirklich, Jungs. Fetzen, töten. Ja. Schön, dass er sich immer gleich heilt, ne? Durch den Kill. Ja, ja. Für immer unsere Lieblingsfolteropfer. Und dafür lassen wir euch leben. Überlegt es euch.
Lasst euch Zeit. Ich bin zwar nicht mehr der Slap King, aber dafür bin ich ja mein. Jetzt bist du also der Axtmörder, ja. Der Hackfleisch hassen jetzt der Hacker. Upsi, ist er hingefallen. Zack. Tschüss. Und das ging ja schnell. Gleich um die Ecke. Das wäre ich einfach so, hä, wer brüllt denn hier noch? Und unterbricht das, was Crap die ganze Zeit sagt. Wow. So. So viel dazu. Na, Clappy, alles klar. Ups. Na, jetzt geht er weiter durch. Mautz? Was hat der Mautz? Lass das, Flint! Mein neuer Untertan ist ein knallharter Hund! Ich bin der. Ich frag den Mautz, Mann. Ich bin kein Hund. Auf! Von mir aus kennt ihr, Kumpel! Na gut. Ach, Clappy. Okay. Axt im Kopf. Alles ist Blut. Wow. Ach, dich auch? Mhm. Schaffst du das? Bleib doch mal stehen! Jetzt! Lass mich deine Schreie hören! Tschüss! Ach, da steht noch einer. So, was? Warst du auch wieder down? Ja, ich bin direkt, direkt wo du geheilt wurdest, bin ich down gegangen. Oh, hab ich nämlich, hab ich echt nämlich gekriegt. Ja, aber war typisch. Das wieder typisch du. Ja, ja, komm. Oh, Treppen! Ich kann keine Treppen steigen. Wir müssen irgendwie anders raufkommen. Ich kann dich treten. Oh, ein Kran! Finde die Steuerung. Ich warte hier. Der lässt sich wieder von vorn bis hinten bedienen. Ach, Mann. Hoffentlich bezahlt er uns wieder. Hm. Da kommt noch mehr. Ich schneide dir die Augenlider ab, damit du bis zum Ende zusehen kannst. Mehr Fleisch für mich. Nur einfach nur das Geräusch, wie die Axt ins Fleisch geht. Ich glaube, ich habe das Spiel eventuell auch ein bisschen zu leise eingestellt, was die Musik und sowas angeht. Von wo? Wer? Der! Na, warte, dich kriege ich.
Uiuiuiui. Hey, au, 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 hey. Oh, keine Muni. Menu. Du bläst mir nix, du. Mein. Ist ja gut. Ja, eine Talk. Ist die besser? Nee. So, ach hier. Lasst dir nur Zeit, Untertan. Auf unbeweglichen Plattformen rumzustehen ist meine drittliebste Lieblingsbeschäftigung. Na dann. Gleich nach Tanzen und Weinen. Oh, ich sehe gut fühlen, Nadel. Es geht abwärts. Mit dir geht's abwärts. Dem Niveau von diesem Let's Play geht's abwärts. Ja. Solange Claptrap auf dem Bildschirm ist. Und solange wir die Moderation haben. Yep. Erstmal Muni nachladen, das ist das Wichtigste. Herzlich willkommen, Kunde. Ich glaube, das ist schon gefallen. Bessere Ware findest du nirgendwo. Dafür habe ich gesorgt. Ja, ich glaube, ich bin voll. So, ich habe leer gemacht. So. Auf geht's! Komm raus, Flint! Deine Claptrap-Einheit ist wieder da! Unsere neuen Folterpüppchen, Jungs! Heizt ihn ein! Captain Flint. Oh, Anusse! Es tut mir leid, Captain Flint, Sir! Bitte versengen Sie mich nicht wieder! Oh, wow! Wie, der nimmt kaum Schaden. Wow. Wow. Märtyrer. Das, das, also der ist in der Tat. War was anderes, ne? Ja. Hochgejagt, was? Der nimmt echt keinen Schaden. Was ist denn das für einer? Der ist eigentlich gar nicht mal so hart. Was ist das für ein Scheiß? Alter, fuck. Jetzt solltest du Angst kriegen. Oh boy. Ah, jetzt sieht das doch ganz ein bisschen besser aus. Jetzt natürlich, komm her, mein Freundchen. Jetzt sieht er gut aus. Du bist der furchterregendste Krieger, den dieser Gletscher je gesehen hat, mein Freund. Da hinten, okay. Kriegst du ihn? Gut, dann kriegst du ihn. Hier ist ein Medikit. Ja, ich bin nur Profi. Hier ist noch eins. Oh, den habe ich jetzt versehentlich aufgenommen. Oh Gott, das brauchst du selber. Oh, vergiss es, was ich gesagt habe. Meins. Mein.
Ist ja bloß halt der eine Spinner. So, dafür hab ich das Medikit gekriegt. So, Clappy, das war's. Wo bist du? Ach, da hinten kommt er her. Na, Clappy, komm ich heute nicht, komm ich morgen, ne? Eieiei. Also, das war schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber es ging. Okay, jetzt müssen wir nur noch zu meinem Schiff. Ich dachte, das hier ist dein Schiff. Clappy? Oh, Lüt. Sag bloß. In diesem Spiel? Ich weiß, es ist krass. Headshotter. Okay. Teilen wir uns die Scheiße erstmal. Denn wie wir wissen, die besseren Waffen gibt's eh erst unterwegs. Tür ja. Ist zu. Und hier ist auch nicht gerade gut. Und hier sind noch ein paar Schränke. Okay. Hier, da steht total bedrohlich. Mein mächtiges Seefahrzeug! Lass es zu Wasser, mein alter Seebär! Ach man, die ganzen Sprüche wären mit einem bestimmten Charakter so gut gekommen. Ja. Ja. Dann. Indem du Claptrap Flint ausgeschaltet hast. Captain Flint. Claptrap Flint? Ach Gott. Ja, Claptrap. Es geht schon wieder los. Es geht dir schon wieder los. Indem du Captain Flint ausgeschaltet hast, ist die durchschnittliche Bildung im gesamten Gebiet hier um den Faktor 10 gestiegen. Nun steht einer eisigen 15-stündigen Bootsfahrt mit Claptrap nichts mehr im Wege. GG. Und nun Kurs auf Sanctuary. Lass uns Segel setzen. Tut. So, der ist jetzt weg. Der dirigiert jetzt von da aus die ganze Scheiße. Okay. Ja, wie stand da? Ne? So viele Stunden jetzt, ja. Müssen wir jetzt, also... Okay, da oben gibt es wahrscheinlich eh nichts. Gut, dann mal nach Freehorn Divide. Alles klar. Auf geht's! Eine Ewigkeit später. Vielleicht schickt mir die Welt ein Zeichen. Also, ich mag ihn. Ja, schon. Unschlagbar, der Kleine. Ja, okay, dann gehen wir mal da über die Brücke. Was soll das? Sanctuary ist für euch gesperrt. Ihr Bloodshots könnt in eurem Loch bleiben. Pandora ist gewalttätig und gefährlich. Ach. Sanctuary ist kaum besser. Du Ach. Brauchst einen Wagen, um das Stadttor zu erreichen. Geh zum Catcher Ride. Catcher fucking Ride. Catcher. Ride.
Na, kommst du mit deinem kleinen Bein hinterher? Mal. Huch! Nicht weinen, wenn ich dir die Lunge zwischen den Rippen rausziehe. Die Zentner, weise Fly! Einer so einer Ground Slam Attacke? Ich lebe! Ich bin wieder da! Oh oh! Jetzt gib her! So. Ich brauch Muni. Schon wieder? Immer. Denkst du, mit der Muni sparsam sein? Ja. Ich muss mich aber auch um meine Haut erwehren. Ach komm. Die ist doch so klein. Schreibe ich das jetzt? Ist mir egal. Was, Haut? Nee, erwehren mit so. So. Komm ran. Aus dir mache ich mir 5 Bademäntel. Aus dir mache ich mir den nächsten String. Ah. Catch a ride. Yippie. Aber erstmal Muni. Dieser Automat wird digital ein Fahrzeug für dich generieren. Probier's ach was. Aus. Nichts geht über einen guten Verkauf. Bessere Ware findest du nirgendwo. Dafür habe ich gesorgt. Ja, hm. Bessere Waren findest du nirgendwo. Oder Cholera, oder wie? Was? Nee, bessere Waren findest du. Bessere Waren findest du nirgendwo. Ich habe dafür gesorgt. Ja, ja. Wenn du noch lebst, sehe ich zu, dass es so bleibt. Hm, okay. Erstmal könntest du bessere Schilde in dein Inventar nehmen, Dr. Zed. Eben. So. Warte kurz, ich muss ja noch Scheiße verkaufen. Autorisierter User auf meinem Kühlergrill. Versuchst du mein Catch a Ride zu hacken? Uncool, Bruder. Und? Bis bald. Verflucht. Sorry. Verflixt. Ein Mann namens Scooter kontrolliert diese Catch a Ride Automaten. Er hat vielleicht ein paar Chromosomen zu wenig, aber mit Autos kennt er sich aus. Er hat diese Station gesperrt, damit Banditen sie nicht benutzen können. Aber ich registriere einen inaktiven Hyperion-Bot im Camp der Bloodshots. Wenn du seinen Interface-Adapter an das Catch-a-Ride anschließen kannst, hacke ich die Station und besorge dir ein Gefährt. Yeeha, ja. Baby. Klingt nach dem Plan. Yep. Und da das eh nur Banditen sind. Wohnbibis. Hallo, liebe Bloodshots. Fress deine Kehle, Badass! Lauf nicht lass weg. Lass das Blut weiter fließen. Da, ich krieg den doch noch. Wo ist der? Well. Weniger sterben, mehr schießen. Okay. Mein Fleisch ist unsterblich. Ui. Ui, 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 ui. Das war ne... Und da ist noch einer. Na, warte. Schaffst du? Ich bin noch nicht voll. Ja, natürlich. Ich bin noch Profi. Sehe ich. Hör auf, dich so viel zu bewegen. Sterb. Was? Warum? Was? Ich war doch noch. Keine Sorge, werter Kunde. Wir alle sterben. Okay. Außer Hands and Jack. Fuck off. Kumpel entspannt. Der chillt hier ein bisschen komisch gegen die Wand. So, oh, hier so eine kleine Munikiste. Ah, Feuerheiß, Feuerheiß. So, und da liegt der Hyperion-Bot. Ein Hyperion-Netzwerkadapter mit Angel. Ich hab grad Apfel lesen, keine Ahnung, ist schon wieder soweit. Sich in jedes Licht-Hyperion hacken kann.
in das er gesteckt wurde. Schließ den Adapter an das Catch a Ride an, dann besorge ich dir ein Gratisfahrzeug. Yay! Aber erstmal. Yay! Noch Schränke. Hey, steige auf! So. Und noch eine Kiste. Hm. Oh, guck mal, die Fische. Was, Fische? Zeig mir die Fischis. Wo sind die Fischi? Fischi, 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 Fischi. Weißt du noch, wie wir die damals geangelt haben? Ach, geangelt. Mhm. Häschen hüpf. Häschen hüpf. Häschen hüpf. Doink. Oh, da lang. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Ja. Verriegelung widerrufen. Warte kurz, ich hacke das Catch a Ride. Du machst das, Angel. Autorisierter User akzeptiert. Gute Fahrt. Es liegt ein Pimento Taco, ein Pimentaco im Handschuhfach. Cool. Fordere noch ein Fahrzeug an. Wer ist, fahren wir zu zweit oder wie? Können wir auch. Nö, ich würde sagen, wir teilen uns ein. Ein Spieler benutzt gerade. Okay. Oh. Kann man das nicht? Ah, ui. Ja. Ja, ich weiß genau, was du vorhast. Weißt du nicht? Na, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das weiß. Ja? Bist du ziemlich sicher, dass du das weißt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das weiß. Nein, meinst du wirklich, dass du weißt? Okay, na dann. Warte mal, das machen wir hier noch. Achso, man kann das. Na gut, egal. Als hätte ich's gewusst. Was? Ein echter Charmeur. Du solltest dir jetzt an jeder Catch-a-Ride-Station ein Fahrzeug besorgen können. Jetzt nimm dir eins und spring über die Schlucht. So, warte mal. Nein! Doch! Das glaub ich nicht. Ich bin zu fett. Glaub es ruhig. Kleine Dicke da in dem Wagen. Kaugummi? Kaugummi. Kaugummi. Alter, wie das aussieht. Nein, bin in die falsche Taste gekommen. Moment. Sehr gut. Jetzt auf nach Sanctuary. Finde Roland. Er will den Kammerjäger kennenlernen, der Handsome Jack die Stirn geboten und überlebt hat. Ah. Hat er nicht, oder was? Ui! Bist du etwa besoffen? Wie schlechter Song und schrecklicher preisgeschulter Film! Preis hat Intelligenz, Moral, Kultur, Ehre, Ehrgeiz, gutem Aussehen. Ich könnte noch weitermachen. Tut nicht, aber ich könnte. Tut das eigentlich weh? Ich würde! Fast hätte ich Würde vergessen! Nö. Na dann. Auf nach Sanctuary! Auf nach Sanctuary, Bitches! Ist ja nicht, das ist doch mal. Ach, schön. Überfahren funktioniert jetzt nicht mehr so gut. Nee, das ist noch ein bisschen zu groß. So. So. Dies OS. Schlechter Song und schrecklicher, preisgekrönter Film. Hui, 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 hui. Hui, 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 hui. Hui.
Krieg, alles okay? Ich glaube, das während der Fahrt ein Sandwich. Bist du also Kaktus gefahren oder was? Ich glaube, Krieg hat währenddessen ein Sandwich gegessen. Bei dem Zusammenstoß auch so ein bisschen so. Naja. Verschluckt. Tötet! Warte mal. Ach nee, geht ja nicht. Mit was war das? Hihi. Ist das geil! Na komm, na komm! Tut doch nicht so, als habt ihr noch nie eine Karre mit Knarren gesehen. Mit zwei Maschinengewehren gesehen. Ach, Schoss, dass ich ruhig ist. Ich hab nie gedacht, dass ich so enden werde. Was? Von zwei rosa Buggies hat er schossen? Das macht dir doch nichts aus. Nee, von hinten macht mir nichts aus. So. So, na dann. Dann drücke ich klingel mal, ne? Mach mal. Ihr kommt niemals nach Sanctuary rein, ihr Skecklecker. Was? Oh, Moment. Ein Kammerjäger? Augenblick. Roland will mit dir reden. Was? Ich werde ihn per Echo rufen. Ah, du bist also derjenige, von dem man so viel im Äther hört. Ich bin Roland. Früher war ich ein Kammerjäger wie du, bis ich die Crimson Raiders gründete. Wir plaudern weiter, wenn ich wieder in Sanctuary bin, aber jetzt brauche ich deine Hilfe. Meine Männer erzählen mir, dass Corporal Reese nicht mit dem Energiekern, den wir brauchen, um die Schilde der Stadt aufrechtzuerhalten, zurückgekehrt ist. Bring Reese nach Sanctuary. Dann bist du einer der Raiders. Naja, ich war auch mal ein Kammerjäger, Roland, genau wie du. Kontaktiert? Gut. Hör auf das, was er sagt. Er kann uns helfen, Jack zu besiegen. Wie gut ist er? Ich war auch Kammerjäger wie du, aber dann habe ich ein Sequel ins Knie gekriegt. Und doch dann hat mir ein Skag ins Knie gebissen. Ja, ja, dieser Roland weiß angeblich was. Naja, wie gut ist er in Beziehung? Weiß ich nicht. Ich kenne ihn nicht. Nee, ich auch nicht. Also, aber ich habe schon einiges gehört. Aha. Naja. Leute, hier spricht Handsome Jack. Ich wollte euch sagen, dass ihr euch wegen dieser Erdbeben nicht die hübschen Köpfchen zerbrechen braucht. Mit jeder Erschütterung kommen meine Bohrer der Kammer näher. Und das heißt Freiheit, Ordnung und Sicherheit für uns alle. Außer für euch Arschgesichter in Sanctuary. Schlechter Song und schrecklicher, preisgekrönter Film! Oh, meine... Fährst du etwa besoffen? Ich schon! Ich mag Salvador so langsam. Tötet! Tötet! Bist du etwa besoffen? Ich schon! Okay, genug vom Spiel. Schlechter Song und schrecklicher, preisgekrönter okay. Film! Weil... Oh, scheiße. Hä? Oh, siehst du? Ich hab nichts gemacht. Ey, du hast ja nur jeden Kulimong in der Gegend aufgeschreckt. Du kannst mich nicht stoppen! Tötet! Tötet! Verdammt. Ah, wie gut. Okay. Ja. Mit dieser kurzen Unterbrechung unterbrechen wir das fortlaufende Programm für das Folgenende und einen Döner für mich. Alles klar. Ich hab Hunger. Dann gönnt ihr und den Zuschauern zu Hause gönnt euch doch auch mal was. Deswegen haben wir seit einem DLC nicht mehr gesehen. Und naja, für meinen Fall seit dreien. Wobei, wir hätten Raketenwerfer dran bauen können anstatt der zweiten MGs. Naja. Okay. Das werden wir auch wirklich wieder haben. Ja. Auf jeden Fall. Na gut. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Hoffen wir, ihr hattet auch ein wenig Spaß, so wie wir.
Wir hatten, ich glaube, wir hatten den meisten Spaß. Ich glaube, wir haben sowieso Spaß. Eben. Von daher, vielen lieben Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin. Lade nach. Bis dann.